Moin Leute, heute spreche ich mal über ein Thema, das ich gestern wieder mal gelesen habe. Und zwar geht es wieder mal um das Tempolimit 130 auf unseren Autobahnen. So langsam kann ich es einfach nicht mehr hören. Die Abstimmungen zu dem Thema im Bundestag sind negativ ausgefallen. Wieso muss man das dann tausendmal durchkauen? Das ist ja wie bei kleinen Kindern, die ständig nach einem Schnuller fragen und Mutti sagt nein. Es ist nervig. Und zu dem neuen Bußgeldkatalog fehlen mir sowieso die Worte. Da habe ich jetzt schon gelesen, dass an einem Wochenende in München 500 Fahrverbote geblitzt wurden. Also sprich über 22, 23 km/h zu schnell. Bei einer ausgebauten dreispurigen Straße, wo Tempolimit 80 ist. Sprich, man ist ein bisschen mehr als 100 gefahren. Lächerlich. Verstehe ich sowieso nicht. Dreispurig gut ausgebaut. Warum Tempolimit 80? Aber ja, so langsam verstehe ich die Sachen wirklich nicht mehr. Und das mit dem Tempolimit, das... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das einfach eine Vollkatastrophe. Wir sind ein Automobilland. Da können wir nicht... Das ist so eine Beschneidung. In meinen Augen. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Besonders, weil es wird ja immer eine Unfallstatistik angeführt. Dies, das, pipapo. Also die Unfallstatistiken, die ich gesehen habe, lässt uns eigentlich sehr, sehr gut dastehen im Rest, zum Rest Europas. Aber ja, man kann die Sachen ja auch immer so drehen, wie man es gerade möchte. Ja, was ich noch anmerken möchte. Also das ist jetzt so ein Video, was zwischendurch kommt am Samstag. Zu dem letzten Video, zu dem Reaction-Video. Es hat einigermaßen Aufrufe, aber das Feedback in Form von Kommentaren fehlt mir so ein bisschen. Einer hat gesagt, Top-Content, ein paar Verbesserungsvorschläge geschrieben, die habe ich mir auch angenommen. Jetzt ist nur die Frage, die ich mir stelle, wollt ihr sowas, dass ich sowas weiterhin mache? Weil ich hätte da wohl Bock drauf. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Equipment am Ende bin. Sprich, ich müsste Geld investieren. Und das tue ich natürlich nur, wenn es euch auch gefällt. Weil, um mir selbst die Sachen anzugucken, nö, dafür muss ich kein Geld ausgeben. Und das ist schon eine gute dreistellige Summe nur für die Software. Also von daher, Leute, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr euch das nochmal kurz anschauen könnt, für die Leute, die es sich noch nicht angeschaut haben, und mir dann ein kleines Feedback da lassen. Ich habe nämlich ein Video schon fertig in der Form, aber ich kann das nicht hochladen, beziehungsweise nur mit einem Wasserzeichen, und da habe ich keinen Bock drauf. Ein Wasserzeichen, was quer über den Bildschirm geht. Sprich, ich müsste die Software kaufen und die kostet halt eine gute Stange Geld. Ja, ansonsten wünsche ich euch einfach noch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Ich hoffe, das Wetter wird gut. Genießt ein bisschen euer Wochenende. Fahrt ein bisschen Mustang. Ich werde es auch tun. Bis dann, Leute. Ciao.